Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley mit mir, dem Entertainment Nummer 1 und Entertainerin, müsste ich eigentlich sagen, und Oswald, dem durchgeknallten Kaninchen Nummer 1. Auf jeden Fall hat er eine neue Quest und die werden wir uns heute einmal angucken. Und nebenbei bemerkt, für alle, die sich jetzt wundern, ja, die Nacht ist vorbei, ich habe geschlafen und mir geht es wesentlich besser heute Morgen. Hey Oswald, was gibt's Neues? Was es Neues gibt? Man kann sagen, dass ich meine Seele baumeln lasse, bereit, die Welt zu erobern. Ich brauche eine Herausforderung. Was sagst du? Willst du mitmachen? Klar, machen wir's. Was stellst du dir vor? Nun, zuallererst muss ich in Topform kommen. Du fühlst dich noch nicht bereit? Oh, ich kann es kaum erwarten. Aber meine Arme und Beine fühlen sich ein bisschen wackelig an. Wie Gummischläuche, sage ich dir. Und ich brauche sie als mächtige Glieder aus Stein. Oh, oh, ich ahne Schlimmes. Ja, ich schätze, du bist ziemlich wackelig auf den Beinen. Wie können wir dich stärken? Ganz einfach. Ich muss meine Gliedmaßen revulkanisieren. Was? Revulkanisieren. Du weißt schon, wie Gummi. Was? Vielleicht ist der Begriff zu hoch für dich. Oh, das muss es sein. Ich kenne zufällig eine Methode, die zu 100% beim Kraftaufbau hilft. Aber dafür braucht man extra heiße Hitze. Also sollten wir ein Feuer machen? Aha. Nee, ich muss die Hitze im Körper haben. Ich denke, Tandoori-Huhn und 5 Chilischoten sollten genügen. Was für ein Huhn? Bin dabei. Da, ah, er zieht sich das Ganze wieder aus seinem Hintern raus. Nein. Okay. Koche Tandoori-Huhn. Ja, wie soll ich denn Tandoori-Huhn kochen? Braucht man da ein spezielles Huhn für? Tandoori-Huhn. Ah ne, man braucht nur das normale. Okay, okay, okay. Ja, dann komm mal mit, Oswald. Wir, einige Chilischoten. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Chilischoten. Hier haben wir keine, ne? Ob wir die jetzt überhaupt, haben. Obwohl, nee, Moment. Wenn wir die hätten, würden die ja oben angezeigt werden. Brauche ich Chilischoten für das Rezept? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Moment. Ich werde jetzt erstmal kurz wegen dem Rezept gucken. Vorausgesetzt, dass ich keine Chilischoten brauche. Oh Gott, die ganzen Löcher, die ich für die Perlen hier gemacht habe, sind immer noch da. Hilfe! Schauen wir erstmal. Boah, das klemmt hier immer so. Schauen wir erstmal wegen dem Rezept. Ah ja, doch, da brauche ich aber auch Chilischoten für. Und die habe ich natürlich. Moment, auffüllen. Ja, ja, klar. Aber die muss ich. Ja, 121. Die muss ich aber auf jeden Fall nochmal rausholen. Ich muss auch endlich mal anfangen, die Sachen zu farmen. Also, dass ich alles nochmal neu anpflanze und dann immer wieder wegnehme, also ernte und immer wieder neu anpflanze. Ich vergesse das jedes Mal aufs Neue. Okay, wenn du Chilischoten willst, dann müssten wir in mein Haus porten. Sehe ich gar nichts mehr? Da sind wir. Oh. Ich war doch gerade noch hier, da war aber kein Sandwirbel hier auf der Seite. Flackert das denn so? Wahrscheinlich haben wir die auf der zweiten, weil die sind ja jetzt auch schon was älter. Ja, hier sieht man das nicht danach aus, dass ich hier welche habe. Ich müsste mir das echt mal aufschreiben, was ich wo habe. Andererseits, dann bin ich auf dem Zettel die ganze Zeit am Gucken und am Suchen. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist, als dann hier zu suchen. Moment, ihr seid die Chilischoten, oder? Ja, das sieht doch gut aus. Was brauchte ich denn jetzt nochmal? 5? Ich glaube, es waren 5. Ja, offensichtlich waren es 5. Jetzt ist Oswald schon wieder weg. Sauerei. Nee, da ist er. Komm mit, Oswald, wir treffen dich in deinem Haus. Was? Haus, Haus, Haus. Das ist da oben. Dann einen längeren Hustenanfall später. Gucken wir mal, ob wir hier richtig sind. Aber ich meine, ja.
Oh, das nehmen wir natürlich auch noch eben mit. So, hier unten, genau. Das Auto zeigt mir an, dass wir richtig sind. Sehr schön. Im Haus. Diesmal habe ich es gelesen. So, Oswald, kommst du noch ein Stück rein? Nee, du bleibst wieder am Ausgang stehen, ne? Muss ich mir da gucken, dass ich dich richtig anklicke hier, anstatt rauszugehen. Bitte sehr, eine Ladung würziger Lebensmittel, wie gewünscht. Das ist klasse, Gameplayerin. Okidoki, runter damit. Hä? Funktioniert es? Oh, ich kann spüren, wie die Würze fließt. Es funktioniert. Oswald, bist du okay? Ich fühle mich prächtig, stark wie ein Holzfäller. Du scheinst Feuer zu speien. Ach, das ist nur ein Teil des Vulkanisierungsprozesses. Das ist nach 2 Schlückchen vorbei. Sagenhaft. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Sag mal, warum machst du nicht ein Foto, Gameplayerin? An so einem Ereignis müssen wir uns erinnern. Klar, warum nicht? Aber ich denke, ich sollte diese Brände mit meiner Gießkanne löschen. Ja, aber bevor ich das tue, werde ich das Foto machen, von dem er gesprochen hat. So, ich kann es schon wieder nicht bewegen. Oh, ich verstehe das nicht. Normalerweise kann man das drehen und wenden. Und manchmal kann man es nicht. Nein. Oh, ich habe R gedrückt statt E. Aber das ist auch okay. Ja, er ist hier schön im Lächeln und im Hintergrund ist hier gerade alles im Abfackeln. Das ist ein gutes Bild, auf jeden Fall. Kamera, so. Dann haben wir auf jeden Fall 2 Positionen. Vom, ja, von der Optik her. Das wollte ich sagen. Löschen wir erstmal die Feuer. Schau bei Oswald vorbei. Ich dachte, ich sollte ein Foto mit ihm machen. Jetzt doch nicht mehr? Oder reichte das jetzt schon? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob das oben stand. Also gut, die Feuer sind aus und du hast ein Foto bekommen. Achso, das reichte schon. Okay. Ja, das war mein Text. Jetzt kann es losgehen. Welche Art von Herausforderungen möchtest du machen? Ich schlage vor, dass wir einige der anderen Dorfbewohner dazu bringen, Wettbewerbe zwischen uns zu beurteilen. klingt gut. Okidoki. Es ist Zeit, Yves, Gaston und Rapunzel zu sehen. Ich wette, sie haben tolle Ideen für Wettbewerbe. Okay, Aufgabe. Ich habe jetzt erstmal die erste Aufgabe genommen mit Yves. Oh, hier plöppt ja alles auf. Wobei Rapunzel, ja, Rapunzel kommt mir eigentlich schon entgegen. Von da oder von da? Ich bin mir nicht sicher. Machen wir erstmal Rapunzel, würde ich sagen. Sie kommt mir von da entgegen. Würde ich sagen, nehmen wir die Aufgabe erstmal. Hallo Rapunzel, hast du einen Moment Zeit für eine lustige kleine Ablenkung? Natürlich, Gameplayerin. Ich habe immer Zeit für Spaß. Tatsächlich wollte ich gerade anbieten, Merlins Bibliothek nach Farben statt nach Alphabet zu ordnen. ehrlich gesagt ist das wahrscheinlich besser organisiert als Merlins Bücher jetzt. Okay. Ja, meine bibliothekarischen Instinkte sind auch kein Fan von dieser Idee, das ist richtig. Aber ich sag mal, wie originell. Oh. Oh, aber was ist die Ablenkung, die du im Sinne hast? Ich kann mit meinen Bibliotheksplänen warten. Nun, Oswald und ich liefern uns einen erbitterten Wettkampf. Wie aufregend! Wir brauchen dich, um uns eine Aufgabe zu geben und dann zu beurteilen, wer sie besser gelöst hat. Na gut, lass mich einen Moment nachdenken. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe in letzter Zeit viel über Farben nachgedacht und darüber, wie ich sie in meiner Kunst interessantere Entscheidungen treffen kann. Also habe ich beschlossen, ein Stillleben zu malen. Hier ist meine Herausforderung. Bring mir 3 bunte Gerichte. Und dann verrate ich dir, welche Geschichte das farbenfrohste Stillleben ergeben würde. Ich bin dabei. Super. Und keine Sorge, ich werde Oswald alles über seinen Teil erzählen. Da kann er ja eigentlich nur untergehen, oder? Weil er wird wahrscheinlich was Schwarz-Weißes machen. Ach so, sie sagt mir sogar, was ich machen soll. Ah, koche 3 farbenfrohe Gerichte. Blaubeerkuchen, gegrillter
hübscher rosa Seestern und Masordal mit roten Linsen. Optional, frag Remi nach Hilfe. Warum soll ich Remi nach Hilfe fragen, wenn ich doch die Rezepte alle hier habe? Wobei, also das hier ist, glaube ich, neu. Das kenne ich, glaube ich, nicht. Blaubeerkuchen kennen wir natürlich schon. Finde ich aber trotzdem gut, dass das immer noch dann als Rezept mit hier drin ist, falls man es vorher noch nicht, ja, kannte. Wobei, ich meine, Blaubeerkuchen hatten wir tatsächlich schon mal in einem... Ja, da brauche ich nur zwei Sachen für, okay. In einem... in einer anderen Quest vorher... So, das ist jetzt unfair. Jetzt guckt Oswald mir ja zu, weil der läuft mir die ganze Zeit hinterher. Also, ach so, jetzt wird das, oder? Wird das angezeigt? Doch, ne? Ah, das ist sehr schön. Wobei rote Linsen, die sehen hier so komisch aus, aber das sind trotzdem welche, die ich schon habe. Dann ist gut. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sieht eigentlich ganz lecker aus. Gut, dann haben wir das schon mal. Dann... Ach, die gehen sogar weg. Das ist gut. Ich habe nur drei rosane Seesterne. Ach ja. Die kann man so schwer fangen. Und da ich ja niemand bin, der Zeit zum Grinden hat, großartig, ist das natürlich immer so eine Sache. Ah nein, ich wollte nicht ganz zumachen. Ich wollte eigentlich nur zurück aufs Rezept und Blaubeerkuchen. So. So, sieh dir Oswalds Kochergebnis an. Aber bei ihm selber, ja? Okay, Oswald, was hast du für Rapunzel gemacht? Meine Gerichte sind super bunt. Hier wirst du schwer haben, mich zu schlagen. Ja! Glaubst du das wirklich? Dann schau dir das mal an. Von allen möglichen Gerichten hast du eine Karotte gemacht? Darauf kannst du wetten. Eine bunte Karotte. Oswald, es sieht aus, als hättest du eine Karotte in Tinte getaucht. Klar, so sahen die besten Karotten zu meiner Zeit aus. Aber das ist nicht essbar. Aha. Ich weiß, dass du dir große Hoffnungen gemacht hast, aber ich habe den Sieg in der Tasche. Warten wir ab, was Rapunzel sagt. Nehme mal an, ja genau, wir müssen das Ganze zu Rapunzel bringen, die schon hier oben steht. Ach, die ganzen Löcher. Eigentlich müsste ich die alle wieder zumachen, ja, falls ich jetzt nochmal Perlen brauche. So, Rapunzel, bitteschön. Ich bin heute schon auf 10 Bäume geklettert. Ja. Ich hab dir aber was gegeben. Hallo? Jetzt sag mir nicht, die Aufgabe ist jetzt auch noch verbuggt. Disney, was machst du mit uns? Wieso muss ich Zubehör anlegen? Oh! Ah, mit der rechten Maustaste kann ich ihn anlegen. Okay. Haben wir mal wieder was Neues gelernt. Ja, allerdings auch, dass Rapunzel nicht mit uns reden möchte. Das heißt, dass wir die Aufgabe nicht zu Ende machen können. Ich probiere jetzt nochmal einen Neustart und hoffe inständig, dass es dann funktioniert. Sonst raste ich aus. Bei den ganzen Bugs, die im Moment nur noch in den Quests drin sind. Ah. Okay, ich probiere mal eben einen Neustart zu machen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder. Frisch eingeloggt. Jetzt müssen wir nur noch Rapunzel finden. Ist oben im Dschungel. Die Richtung. Oh, bitte, 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 lass es jetzt funktionieren. Also manchmal funktioniert der Trick, oft funktioniert der nicht. Das ist das Problem. Jetzt ist sie schon wieder weg, oder was? Ne, hier unten ist sie. Bei den Events funktioniert es leider nicht mit dem Ausloggen und dem Einloggen. Drückt mir die Daumen. Na? Ach so, ja klar, abgeben konnte ich ja eben nicht. Oh, danke, danke, danke. Da haben wir es, Gerichte, die du beurteilen kannst. Die sind der Hammer. Die Farben sind so lebendig.
Und was hat Oswald mitgebracht? Oh, eine Karotte. Sie ist, mir gefällt, dass sie so einfach ist. Sie ist sehr sauber. Welches wäre deiner Meinung nach das interessanteste Stillleben? Es ist so schwer, sich zu entscheiden. Ich möchte niemandes Gefühle verletzen. Es ist okay, Rapunzel. Wir akzeptieren, dass es hier einen Gewinner und einen Verlierer geben muss. Nun, wenn du darauf bestehst... Ich muss sagen, Gameplayerin gewinnt. Die Aufgabe war, mir bunte Gerichte zu bringen, damit ich ein Stillleben malen kann. Und so sehr ich diese Karotte auch liebe, würde ich gerne etwas malen, das mehr als schwarze Farbe verwendet. Danke, Rapunzel. Okay. Die erste Aufgabe haben wir mit Bravour erledigt. Dann, ach so, ja, stimmt, jetzt läuft er in der Weltgeschichte herum. Ist ja jetzt gar nicht mehr bei uns. Hi, Jack. Man portet irgendwo hin und dann ist einer so Fotobombe. Halt, stopp. Sitzplatz bei Fuß, Eve. Komm her. Darauf reagiert sie. Hallo, Eve. Oh. Oswald und ich haben eine Art Wettbewerb. Hättest du Lust, uns eine Aufgabe zu stellen und dann die Ergebnisse zu bewerten? Aufgabe. Das klingt für mich wie ein Ja. Was sollen wir deiner Meinung nach tun? Wally. Dein Zielscanner bewegt sich über meine Spitzhacke. Willst du, dass wir etwas mit Bergbau machen? Wally. Oh, machst du ein Geschenk für Wally? Gibt es eine bestimmte Art von Edelstein, die du haben möchtest? Geheim. Weißt du was? Ich besorge dir ein paar Edelsteine aus jedem Biom. Spinelle, Wabensteine und Endlossteine sind hübsch. Kannst du Oswald auch sagen, was er finden muss? Irgendwas sagt mir, dass er dich sehr gut verstehen wird. Aufgabe. Ja. Hoffen wir es mal. Oh nein. Kommt. Endlossstein, Wabenstein, Spinell. Also ich habe ein paar, aber ich weiß noch nicht mal, ob ich von jedem überhaupt 5 habe. Oh, das sind immer diese Aufgaben, wo man endlos lange wieder am Suchen ist. Endlosstein, endlos lange. Moment, Wabenstein war auch dabei, ne? Grenzland. Promenade Hain. Und Promenade Hain. Also Grenzland und Promenade Hain. Promenade, Hain sind die beiden nebeneinander. Grenzland weiß ich nicht. Ist vielleicht das, wo ich gerade... Nee, das ist nicht das, wo ich gerade drin stehe. Ach so, das ist das hier oben. Ach so, ja, da kamen die einen her, genau. Also machen wir erstmal Promenade, Hain, den großen Bereich. Ich werde dann danach den Rest mal gucken, ob ich den rausholen kann. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht mal, ob ich die überhaupt habe, weil wir ja gerade... so viel tatsächlich ausgegeben haben an der letzten Quest. Ja, und wenn man die Quests natürlich hintereinander macht, dann hat man auch nicht mehr viel. Wobei wir, glaube ich, nur Zinn und so in erster Linie ausgegeben haben. Da haben wir noch was. Wir haben gerade mal einen Spinell gefunden. Ja gut, die sind natürlich sehr, sehr schwer zu kriegen. Da haben wir nichts. Wir können aber auch nicht darunter. Ich brauche Futter. Futter. Nein, nicht weglaufen. Och, wieso ist hier nirgendwo Zimt? Das ist doch nicht normal. Hier liegt immer überall Zimt verstreut. Da. Nicht weglaufen. Ich komme sofort. Ich muss dich füttern. Ich glaube, rechts habe ich es jetzt gesehen, oder? Ja. Komm her. Komm her, mein Süßes. Ach, und ich hatte noch Zimt. Ja, super. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja? Ja? Ja! Wir haben es als Begleiter bekommen. Sehr schön. Sehr cool. Okay, geil. Oh. Reinlaufen darf ich aber nicht mal rauslaufen. Nee. Ist... Einen Wabenstein, meine ich, habe ich vorher schon bekommen. Das heißt, jetzt ist nichts mehr
Das ist nur Kohle, ne? Ja, ist nur Kohle. Ich kann es nicht sehen, weil ich mal wieder die Wand im Weg habe. Oh, ich liebe es. Aber es ist Kohle. Dann können wir die auch mal eben mitnehmen, dann ist das schon mal... Ja, ihr seht, die Chance ist sehr gering, dass man das Ganze, also dass man überhaupt etwas davon bekommt. Deswegen gehen wir jetzt mal eben rein und schauen zu Hause mal kurz nach. Was war denn das, was da oben gerade am Flattern war? Naja, ich denke nicht, dass ich so viele habe, aber ich schaue... Moment, das sind aber neue, ne? Die sind in drei. Ich schaue aber trotzdem mal nach. Endlosstein brauche ich noch 5. Oh! Ich habe keine Ahnung, wann ich die bekommen habe. Aber ich habe auf jeden Fall noch genug, um hier Aufgabe zu machen. Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, und dann habe ich bald wieder quasi nichts mehr. Das ist dann der Nachteil. Moment, war das jetzt der Spinell? Ne, das ist der Alexandrit. Dann war das doch der, den ich jetzt gedacht habe. Der ist nämlich dann eins höher. Da brauchen wir dann 3 von. Der hier müsste das sein, oder? Ja. Aber wie ihr seht, ich habe von allen nicht viel. Ich habe jetzt auch hier in der Umgebung nicht wirklich was gemacht, muss ich dazu sagen. Wie gesagt, ich habe einfach keine Zeit, irgendwo zu grinden in Spielen. So, sprich mit Oswald, um zu erfahren, welche Edelsteine er für Eve gebracht hat. Komm mal ein Stückchen hier rüber, damit du nicht vor der Tür stehst. Okay, Oswald, was hast du mitgebracht? Ich will mich nicht selbst loben. Ich habe ein paar absolut irre Edelsteine für Eve, die sie Wally geben kann. Edelsteine, hm? Oho, ich habe dich geschlagen, Gameplayerin. Wirklich jetzt. Was hast du geholt? Kohle. Kohle. Wally ist eine Müllpresse, oder nicht? Auf diese Weise kann er seine eigenen Diamanten herstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob er die Dinge so kompakt machen kann. Geben wir unsere Sachen bei Eve ab und sie kann den Gewinner selbst bestimmen. Warum muss der das immer aus seiner Unterhose ziehen? So, Moment. Zeige Eve die Ergebnisse. Eve. Eve ist unten. Und wird hoffentlich jetzt nicht an uns vorbeischweben hier. Bei Eve ist das immer so eine Sache, ne? Die ist ja sehr hoch auch im Schweben stellenweise. Moment, das ist Wally. Ist Eve jetzt abgehauen? Nee. Ach, da ist sie. So, bitteschön, Eve. Na? Name? Hier sind wir, Eve. Ich habe eine schöne Auswahl an Edelsteinen für dich gefunden. Und Oswald hat dir eine schöne Auswahl an Kohle mitgebracht. Hm. Oh. Hast du eine Entscheidung getroffen? Hat Oswald gewonnen? Nein. Aufgabe. Nun, ich schätze, ich habe gewonnen. Danke, Eve. Ich hoffe, Wally gefällt das Geschenk. Ja, schließe die Herausforderung von Gaston ab. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Der war doch vorhin noch irgendwo hier unten. Hier oben. Moment, jetzt kommt er da runter, oder? Dann wollen wir doch mal versuchen, ihm den Weg abzuschneiden. Die sind ja mal alle sehr schnell hier. Gaston. Hey Gaston, wie geht's? Ich habe gerade meine stündlichen Gymnastikübungen beendet. Willst du wissen, wie ich meinen Körperbau erhalte? Neben anderen Dingen. Oswald und ich haben uns gefragt, was du davon halten würdest, unseren Wettbewerb zu beurteilen. Gameplayerin, du hast dir den richtigen Mann gesucht. Ich bin sehr gut darin, andere zu beurteilen. Ich schätze zum Beispiel, dass keiner von euch ein einziges Fass Nägel heben kann, während ich 2 heben kann, mit jedem Arm. Danke, aber du musst uns eine Aufgabe stellen und dann beurteilen, wer sie besser gelöst hat. Aha, ich verstehe. Gut, dann lasst uns ein Kräftemessen veranstalten.
Es gibt einige Hindernisse, die mich in den funkelnden Dünen stören. Aha. Ich wollte gerade sagen, aber jetzt bitte nicht meine Kürbisse, ja? Entferne 3 Kupferfelsen und 3 Stalagmiten aus Glas. Ich werde ein Auge auf euch beide haben und sehen, wie es läuft. Klar, Oswald wird verlieren. Das ist der Wettbewerbsgeist. Du fängst mit der Aufgabe an und ich sage dem Hasen, was er tun soll. Ja, das ist ja nett, wenn ich schon mal mit der Aufgabe anfangen darf. Während Oswald noch gar nicht weiß, was er überhaupt zu tun hat, das ist doch nett. Dann baue ich schon mal alles ab. Er hat gesagt, die soll man auch, ja, Kupferfelsen. Zählen da nur die großen oder auch die kleinen? Das ist jetzt die Frage. Aber das Gute ist, dass ich eh nie Zeit habe, um mir irgendwas zu grinden. Dementsprechend steht jetzt hier noch alles rum. Und ich kann einfach schön direkt alles am Anfang abernten. So, gehen wir mal aus dem Weg, Oswald. Ich habe hier eine Aufgabe zu erledigen. Du kannst ruhig weiter Blödsinn machen. Das ist alles okay. Würde ich auch keiner für schelten. Nur geh mir aus dem Weg. Nein, er darf natürlich auch gerne mitkommen. Nur nicht im Weg stehen. Gibt es da hinten noch einen, bevor ich da jetzt rüberlaufen muss? Natürlich nicht. Ach doch, Moment, hier ist noch ein kleiner. Der zählt auch. Wunderbar, wunderbar. Sieh nach, wie Oswald mit seiner Aufgabe zurechtkommt. Ich ahne echt das Schlimmste gerade. Puh, was für ein Workout. Ich habe meine Hindernisse aus dem Weg geräumt. Wie lief's bei dir? Workout? Ha! Ich bin kaum ins Schwitzen gekommen. Ach, wirklich? Bist du plötzlich ein Experte im Umgang mit der Spitzhacke? Spitzhacke? Wer braucht die schon? Wir, um die Hindernisse zu beseitigen. Nein, ich habe sie einfach wegradiert. Warum, wundere ich mich noch. Ich muss sagen, Oswald, ich glaube nicht, dass Gaston das vorhatte. Hä? Wieso? Jetzt hat er ein paar tolle Löcher, die er mit allem füllen kann, was er will. Löcher? Du hast die Hindernisse wegradiert und einen Haufen Löcher hinterlassen? Ja. Jawohl. Ich sollte sie wahrscheinlich füllen. Ich will nicht, dass Gaston verärgert herumstolziert, weil er über ein Loch gestolpert ist. Sind das nun normale Löcher im Boden oder sind es Oswaldsche Löcher, die auf seltsame Weise reagieren? Ich hab sie gemacht. Sag du es mir. Sie sind eigentlich richtig voll. Vor Leere. Aber wenn du die Leere erst einmal niedergestampft hast, werden die Löcher bis ganz nach oben mit Nicht-Leere gefüllt sein. Gerade wenn ich denke, dass ich dich verstehe. Ja. 4 Löcher. Fülle die vielen Löcher, die Oswald in den funkelnden Dünen hinterlassen hat. Also zum einen sind hier keine. Und das war ja das Gebiet hier unten, wo wir hin sollten, oder? Und zum anderen, wie soll ich Löcher füllen? Muss ich dann nebenbei wieder andere Löcher graben, um dann die Löcher damit zu füllen? Also das ist irgendwie so ein bisschen, klingt so ein bisschen seltsam, ne? Hier sehe ich auch keine Löcher. Dafür sehe ich noch was, womit ich Sand kriegen kann. Das ist auch immer gut. Sehe ich die Löcher vielleicht erst... Oh, Moment, da hinten ist was. Entfernen. Ah, okay. Ich brauche nichts. Ich muss nur auf E drücken. Okay. Gut, da sind 2 Löcher. Frage ist jetzt... Müssten... Ja, genau. Müssten hier unten die anderen 2 sein. Also meine Stimme ist heute mal wieder absolut ätzend. Das tut mir wirklich leid. Aber ich wollte das natürlich noch zu Ende aufnehmen hier. So, sieh mit Gaston nach, wer gewonnen hat. War der nicht gerade noch hier? Hallo? Gaston? Da unten kommt er. Ups, hier hat auch jemand Löcher gegraben. Wollen wir mal nicht drüber reden. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da. Gaston. Okay, Gaston, wir sind fertig. Wie fandest du unsere Leistungen? Nun,
Ich würde keine eurer Handlungen nach meinen Maßstäben beurteilen. Das überrascht mich nicht. Die Maßstäbe, die ich für mich selbst setze, wären für dich natürlich unmöglich. Aber da ich nicht am Wettbewerb teilnehme, muss ich wohl einen Gewinner zwischen euch beiden auswählen. Und einer von euch hat sich eindeutig durchgesetzt. Dieser Kandidat ist Gameplayerin. Tut mir leid, Oswald. Obwohl ich zugeben muss, dass ich bei jedem Schwung deiner Spitzhacke zusammengezuckt bin, hast du wenigstens versucht, deine Kraft für die Aufgabe einzusetzen, die ich dir gestellt habe. Der Hase hat einfach irgendeine seltsame Zauberei angewendet. Es ist klar, dass du gewonnen hast. Aber der wahre Gewinner bin ich, weil ich dieses traurige Schauspiel fair beurteilt habe. Oh je. Danke für deine Beurteilung, Gaston. Ja, Oswald. Komm, ich schieb dich mir... Na, hallo, Oswald? Ich wollte dich aus der Menge hier rausschieben. Ja, toll. Und jetzt hat er sich genau dahin gesetzt, wo es am blödesten ist, den anzuquatschen. Danke für nichts. Das passiert, wenn du jemanden wie mich herausforderst, genau. Hast du dir überlegt, ob du die Herausforderungen wirklich ernst nimmst? Du meinst das erwartete Tun, das Übliche, das Gewöhnliche? Wo bleibt da der Spaß? Ich kapiere es einfach nicht. Wenn ich eine Herausforderung annehme, habe ich normalerweise Glück und gewinne. Brauchst du eine Pause, um dein Glück wieder aufzufrischen? Nie im Leben, ich gebe nicht auf. Ach ja, sollen wir jemand anderen finden, der eine andere Herausforderung beurteilt? Nee, ich habe eine bessere Idee. Ein Wettrennen. Mit meiner Dreamlight-Magie kann ich mich ziemlich schnell bewegen. Das ist doch die Verarsche des Jahrhunderts. Los geht's. Tipptopp. Komm schon, Glück. Wir starten im Land der Uralten, rennen zu einem Kontrollpunkt im wilden Dschungel und dann in die funkelnden Dünen und enden in der Wunderhöhle. Moment. Wilder Dschungel, funkelnde Dünen, Wunderhöhle. Ich habe bereits einige Ballonbögen aufgestellt, um jeden Kontrollpunkt zu markieren. Bist du sicher, dass du überhaupt in die Höhle kommst? Du musst ein ungeschliffener Diamant sein, um reinzukommen. Oh, ich komm schon reingehen, Playerin. Kümmer dich nicht um mich. Komm schon, ab ins Land der Uralten, damit wir das Rennen starten können. Das wäre jetzt hier? Oder wie? Weil hier steht eigentlich Folge Oswald zum Beginn. Und dann sprich mit ihm, wenn er mal mit sich reden lässt. Komm nur her. Okidoki, Gameplayerin. Bist du bereit zum Verlieren? Lass uns nicht zu weit vorpreschen. Warum gehst du nicht zuerst die Rennregeln durch? Ja. Ich habe insgesamt 8 Kontrollpunkte zum Durchqueren aufgestellt. Das Rennen beginnt hier, führt in den wilden Dschungel und weiter in die funkelnden Dünen. Und die Ziellinie ist in der Wunderhöhle. Klingt gut. Möge der beste Läufer gewinnen. 3, 2, los! Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber ich nehme an, hier, ne? Okay, da geht's rum. Wie rechts in den wilden Dschungel. Das ist... Ich bin ja so schnell durch, dass das irgendwie gar nicht mehr aktualisiert, habe ich das Gefühl. Durchquere den 4. Kontrollpunkt, gehe den Hügel hinauf. Oh, jetzt bleibe ich hier mit dem ganzen Mist auch gleich noch hängen. Ja, natürlich. 7. Kontrollpunkt. Durchquere den 8. Kontrollpunkt, um die Wunderhöhle zu erreichen. Muss ich denn auch da rein? Das ist jetzt die Frage. Ich klicke mal lieber vorsichtshalber. Also sie meint ja, dass man, dass er gar nicht reinkommt, ne? Achso, am unteren Ende der Wunderhöhle. Okay. Was für ein Kontrollpunkt? Das ist doch nicht das untere Ende.
Na, hat schon wieder geschummelt. So, so. Ha. Find heraus, wie Oswald es geschafft hat, vor dir in der Wunderhöhle zu sein. Mit Magie. Mit diesem schwarzen Loch unter ihm, hä? Oswald, wie bist du hierher gekommen? Oder noch wichtiger, wie bist du vor mir hierher gekommen? Oho, ich habe gewonnen. Danke. Ich erzähle dir, was passiert ist. Als du mir im wilden Dschungel zuvorgekommen bist, wusste ich, dass ich die Hufe schwingen muss. Aber als ich weiterzischte, stolperte ich über diesen seltsamen Tunnel, der mit leuchtenden blauen Lichtern gefüllt war. Er rief nach mir und ich wusste, dass ich ihn erkunden muss, Gameplayerin. Nach einer Weile bin ich in eine Sackgasse geraten, also habe ich versucht, ein bisschen weiter zu graben und das hat mich hierher geführt. Wow, was für ein Glück. Hasenpfoten sind nicht umsonst als Glücksbringer bekannt und ich bin Oswald, der lustige Hase. Das bist du. Vielleicht hättest du auch bei den anderen Herausforderungen versuchen sollen, dein Glück herauszufordern. Als Sieger werde ich gnädig sein und sagen, dass du recht hast. Gut gemacht, Oswald. Hattest du Spaß? Das ist das Wichtigste. Darauf kannst du dein Glück verwetten. Ja. Und ich habe eine tolle Erinnerung an meine wahren Fähigkeiten bekommen. Danke, Gameplayerin. Keine Ursache. Wenn du Glück hast, brauchst du meine Hilfe bei deinen nächsten Problemen nicht. Ja, das wäre dann mein Glück. Okay. Ja, nach dieser kleinen Schummelaktion hier von unserem lustigen Hasen, oder sollte ich Schummelhasen sagen, machen wir dann erstmal einen kleinen Cut, weil ich muss mich jetzt erstmal darum kümmern, Oswald noch ein bisschen zu leveln. Ich meine, er war jetzt gerade auf Level 7, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich versuche ihn noch ein bisschen hoch zu pushen, sodass er auf Level 10 kommt. Ja, Level 7, das haben wir jetzt gerade gemacht, die Aufgabe. Jetzt ist er weggelaufen, jetzt kann ich gar nicht mehr gucken. Aber da war, glaube ich, keine... Ja, ja, genau, ist gesperrt, muss erstmal Level 10 erreichen. Genau, habe ich doch recht gehabt. Also, ich werde ihn erstmal auf Level 10 hochleveln. Und ja, dann in der nächsten Folge werden wir dann leider die letzte Aufgabe sehen, die wir, beziehungsweise die letzte Quest sehen, die wir dann aktuell noch haben. Ich habe irgendwas Leuten hören, dass wohl Mulan auch bald kommen soll. Ich weiß aber noch nicht genau, wann. Ja, wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin echt schon sehr gespannt, auch wie das Ganze hier aufgebaut ist. Und dann wird es auf jeden Fall auch weitere Quests geben. Aber jetzt muss ich mich erstmal ransetzen, muss Oswald leveln, falls er mir hier nicht hinter meinem Rücken schon wieder abhaut. Und wir sehen uns dann im nächsten Video bei Level 10 und der Oswald-Quest. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.